Hey Bernhard, grüß dich gut zurück zum Murdered Soul Suspect und ich habe eben noch keinen Tau und mit ihm mal ihm da den Connor McDerschossen. Er hat eben noch keinen Tau, wer ihn umgebracht hat, wer der Bellkiller ist und was der Bellkiller will. Aber wir haben eine Spur und zwar die Mom von der Joy, unserer Medium-Freundin. Das junge Dirndl, das gesehen hat, im Prinzip wie wir umgebracht worden sind, von dem Sack, von dem Bellkiller, von dem Vermummten. Und die Spur führt zur Mom von der Joy, wie gesagt, und die dürft im Polizeirevier mit umlungen, wo sie probiert, ihre Notizen in Sicherheit zu bringen, ebenfalls vor dem Bellkiller. Schau mal, da kommt man durch. Das ist ja nice. Ja, weil in ihren Notizen dort dürften Hinweise auf den Bellkiller drin sein, die würde der Bellkiller verschwinden lassen. Vielleicht weiß die Mom von der Joy auch über die Identität vom Bellkiller Bescheid. Na, auf jeden Fall, sie, die Mom, dürfen das Ziel, das nächste Opfer sein vom Bellkiller und das wollen wir verhindern, inklusive des Bücher wollen wir natürlich haben und da, oder von ihr hören, was sie beim Bellkiller weiß. G. Soderbergh Family. Was? Was war das jetzt? Moment, das war eine interessante Geschichte. Soderbergh. She had so much potential. This is a terrible shock, especially now. She had been accepted to Smith College. To Smith College. And was all prepared for the move. G. Soderbergh Family Photo und der Büdel vom Killer? Was? Ach so. Das ist nur im Ladel, Bellkiller, aber ausschauen tut die G. Soderbergh natürlich vollkommen anders. Da sieht man es. Die Frage ist, warum steht das Foto in irgendeinem Hinterhof von Salem? Man weiß es nicht. Vielleicht ist das, ist sie da ermordet worden. Halt. Ha! Na, doch nicht. Das ist nur eine normale blaue Blue Glow. Alles komplett normal, nichts außerhalb von der Norm. Außer der Tatsache, dass das alles nur Geistererscheinungen sind, ich tot bin und Ektoplasma durch die Luft schwebt wie ein Plankton in der Meeresbrise. Meeresbrise, blödes Wort. In der Meeresströmung, so habe ich gemeint. So, da waren wir schon einmal. Aber vielleicht kann man ja da irgendwie vorbei. Kann man da vorbei? Nein! Es schaut zwar breit genug aus, ist es aber nicht. Bedauerlich. Da vielleicht? Auch nicht. In die Richtung. 54 Meter, nur noch zum Salem Police Department. Also, was richtig groß ist die Open World da nicht. Was ist mit euch? Wer seid's denn hier? So quiet. Such a sleepy town. Ah, das sind einfach nur Passanten, NPCs. Entschuldigung, den hatte ich schon. So nice to be away from the big city with all its problems. Hübsches Kind. What's that game? The one with the woman who raids tombs. Tomb Raider. Okay. Ich muss zusammen. Das ist jetzt die Hauptstraße. Da bin ich ermordet worden. Das Glas ist noch am Boden. Das haben sie nicht aufgewischt. Wenn der nächste mit dem Auto drüber fährt, ist der Reifen im Arsch. Und jetzt tut sich eine geisterhafte Mauer auf. Da dürfte mal was gestanden sein, Salem. Sowas viel zu groß für Salem, ganz ehrlich. Kann man nicht vorstellen, dass der Tower wirklich irgendwo in die Kolonie nebeneinander gestanden ist. Egal. Man kommt ja eh um und um, oder? Salem is supposed to be. Salem is supposed to be a quiet place. The kind of place where you can escape the problems of a big city. But it is getting to where I don't feel safe walking outside at night here anymore.
I talk with Ronan about it, and he tries to assure me that he's the most dangerous guy in this town. But the bravado doesn't help much. Something is sick about this place. Die Julia gespielt's. Sie gespielt's. Mit der Kanone schießen? Was ist das? Da wollen wir was? Bisschen Gas? Gas canister? Throw it out a window. That would be so awful. Das ist der Park, wo mal die das Vor oder was immer das ist gewesen sein dürft. Und du bist noch einmal so ein Fass. Ja, bist du. Und irgendwie durch. Zicke, zacke, in die Brücke, eine Lücke. Das schaut nicht gut aus. Was ist da los? What have I done? Hey. Calm down for a second and talk to me. Also, der ist schon tot. What's your name? Brad. Good. Now, tell me what happened. I don't know. We were out in the town blowing off some steam. One drink turned into three, and three turned into... who knows how many. The details are hazy. I must have been driving Rick and Laura home when... Oh, God! I killed them! I'll never forgive myself for doing this! You don't know if you did. You said it yourself. The details are hazy. Now, I can take a look around here and see if anything jumps out at me. Mach das mal. What have I done? Who am I gonna call? Ronan McShuster, McNasty. A gruesome car crash. Not so gruesome, schaut der Car Crash irgendwie aus. Nicht so tragisch, das dürften alle überlebt haben. Schauen wir trotzdem noch einmal in die Notizen noch. Ja, da haben wir es ja. It's not much to go on, but this brutal car crash might have some evidence that points to what happened that night. Okay. Gut. Da haben wir schon was. Be Red. This must be Brad's car. The car's vanity plate. There's no doubt that this was Brad's car. Be Red. Coolio. It's not looking good. Das ist das sechste Hinweiselchen. Scotch Whisky. Es schaut immer schlechter aus von Brad. A broken bottle of Brad's favorite whiskey. Not a good sign. I don't. I should go home. Now. Warum? Would a new police chief do better? Stay in well-lit places. Should be okay. Throw it out a window. That would be so awful. Oh, die haben's die Hosen voll. Und der wiederholt die Gedanken vor dem Typen im Park. Okay, looking around. Was gibt's da sonst noch so? Da stehen haufenweise Leute rum. Was ist mit dem? Der schaut traurig aus. Real witches didn't have those hats. Really? Didn't they? In Spain, pretty sure they burned them. Ja, nicht nur in Spain, guter Mann, nicht nur in Spain. Not only there. Ah ja, da drüben geht die Straßenweide, vielleicht. Da kann ich durch. Ah, guckst du. Hinter der Wand ist der Unfall und da ist ein Tankstück, da ist ein Polizeiauto. Warum nur?
Redet sie ja was oder steht sie einfach nur rum? Real witches didn't have those hats. Okay, das haben wir schon gehabt, das wiederholt sich jetzt schon langsam. Mit beängstigender Regelmäßigkeit, was die Leute so denken. Schirm? Na. Never gonna get it, never gonna get it. Diddle 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 diddle. Hallo, Frau, die vor dem Auto steht. Völlig sinnlos. So weird. Somebody was alive, and now they're not. Ja, das ist ganz seltsam. Passiert so gut wie nie. Wirklich. Was ist das? Da blinkt was. Was blinkt da? Unfortunately, we haven't made any arrests. We don't have any suspects. That's why we strongly encourage the people of Salem to contact the police with any possible leads. This is going to take the cooperation of the entire community. The cooperation of the entire community. The Salem Police Department, yours truly. Da geht sie wieder weg. Was ist das? Hier war mal ein Zug. Was tut der da? Was ist mit dir? Was tut der da? Der da einbrechen. What the fuck? Unterlassen Sie das. Der steht auch wieder nur deppert vor der Zopf sein. If I ever met the killer in the street, I don't know what I'd do. Laufen! Laufen oder die Knarre zücken. Was bist du für ein... Room better be clean when I get home. Was? They just keep adding oil faster than the leak. Should last another year. Was ist das Auto? Da ist mal auf jeden Fall das Salem Police Department. Jetzt schau ich aber nochmal, mir hat es dieser tödliche Autounfall angetan, was ist das eigentlich? Armaments, History Plague. In einer on this spot stood fortification that contained the armaments store sought by British soldiers on February 26th. 1775. The brave citizens of this town kept the British army at bay by the strategic use of drawbridges, thereby preventing seizure of critical weapons for the war that would begin only a month later. Brav! Brave Kolonistenschweine! Eleven more, so. Zinkernister, so was war das? Vielleicht der Big Fire auf Salem oder so irgendwas. Oh, du bist der Überrest. It's not much, but it's something. I guess. Gas station's not far from here. I should check it out. Ja gut, machen wir gleich. An SOC gas receipt from the night of the accident. It's a long shot, but I should check that area. Gas Station, da war ich gerade. Meine Fresse. Eigentlich möchte ich ja nur den Ämter nochmal finden. Ja, da ist er ja eh schon. Vielleicht hat er da mal irgendeinen Clou übersehen. Die Seite vom Auto schaut aber nicht so aus. Ja, passt. Gehen wir nochmal zur Gas Station. Alles klar. Und auf einmal gibt's Hinweise, die es vorher nicht gegeben hat. Reveal! Was bist du? Refueling woman. I didn't know you were such a lightweight. Laura pumping gas. Also die Laura ist einmal auf jeden Fall. Laura was in the middle of filling up when she heard the loud noise and cut it short.
Die haben wir auf jeden Fall auch angesoffen, so viel steht fest. Gibt's noch was zum Revealen? Und wo mit dem Mann? Ist das der Brett, der da schreibt? Rick may have been drunk off his ass, but still something startled him. Naja, klar, es ist ja schließlich ein Autounfall passiert. Das darf mir auch startlen, aber nicht auch so viel. Inspect. Das ist der Brett, ja, das ist der Brett. Yeah. Cap. I mean Cap. What? Oh. Gas station. Yeah, the SOC. Okay, great. Looks like Brad was trying to call a cab, but something scared him off before it could arrive. Das heißt, der Brad ist nicht gefahren, sondern irgendwas anderes hat den Unfall verursacht. Kann sein, was haben wir sonst noch irgendwas? Find an answer. Jetzt schon. Und wieder komische überall, wo was nicht ganz in Ordnung ist, sind diese Zeichen am Boden und die einzige Person. Die einzige Person, die das zeichnet, das ist die Kleine. Die kleine Witch Bitch von ganz am Anfang. Zupferl, das Zupferldirndl, das Gruselige. Die wir jetzt schon erstaunlich lang nicht mehr gesehen haben. Verdächtig lang nicht mehr gesehen haben. Okay, achso, warte mal, jetzt muss ich wieder. Ich kann das Rätsel nur am Ort des Rätsels lösen, schaut aus. Das heißt, ich muss wieder zurück zu. Danke. Gugu. Find an answer, wir führen noch zwei Hints, da haben wir noch überhaupt nichts da. So. Geh weg. Da fehlt noch Ips. In Spain, pretty sure they burned them. Ja, ja, die Torquemada war schon was Lustiges. Was hat die Leute geschreckt? Ich möchte gerne herausfinden, was die Leute geschreckt hat. Der speibt und dahin duscht's. Es ganz genau. A plague. Gas station history plague. SOC is commonly believed to stand for Salem Oil Company. However, no such company exists. The initials actually stand for Son of Charlie, the legal name of this service station, established by three brothers, Chuck Charles Jr., Sean, and Seamus O'Leary. In 1928, when automobiles started to become common, the business nearly did not survive the Great Depression, but managed to keep itself alive as a front for illegal alcohol sales during Prohibition. Ist ja super. Die haben historische Tafeln für Tankstellen aus den 30er Jahren. Unglaublich. Naja, Amerikaner und Geschichte, es ist immer wieder entzückend. Diese Kindlichkeit, was die Vergangenheit betrifft. A History Plague für 1928, Gott. Ey, was ist mit dem? Vielleicht weiß ich, hat er jetzt was. Moment. Na, da war's gar nichts. Was tut der Typ da? Er schaut in die Richtung. Er schaut gar nichts hin. Vielleicht ist da ein Parkplatz noch irgendwas.
Ja, schon. Wahrscheinlich nichts, was dazugehört. Wieder Julia's Thoughts. Escorted by Night. This would they need. This would they. And for once I felt safe out at night. All the stories he told me about being the most dangerous man in Salem, they felt true. No one could touch us, because no one could touch him, and I was with him. And with him? Am with him. No. We were with him. I know it. Das versteht it. And with him? We'll be with him. I know it. Okay, ist grammatikalisch irgendwie gar seltsam. Vielleicht bin ich nur steppert, dass ich es überlese, aber. Sieg freut sich halt, dass der starke, böse Wolf ihr böser Wolf ist. Ist ja würdig und recht. So, jetzt probieren wir da mal die Answer. Wir brauchen 3 Teile für das Puzzle. Das wird nicht reichen. Ist der Witness, who saw who was driving. Na, das war interessant. Rick puking, Laura pumping, Brad making a call. Na, irgendwie fällt mir da schon noch was. Mei. Jetzt vertue ich mich da. Vielleicht er da? Hä? Was ist mit dir? Du hast gesehen? Room better be clean when I get home. But just keep adding oil faster than the leak. Should last another year. Schweig stille Arschloch. Naja, vielleicht da. Das ist immer also sehr, sehr idyllisch. Das ist fast eine Piazza-artige Angelegenheit da. Was ist mit euch? Warum ist das traurig? Should really look up all this history stuff. When were those trials? 1800s? What if it's someone I know? Ja, das ist ein. Die Bevölkerung ist schon leicht überhysterisch. Also eh sehr belebte Gegend da. Room better be clean when I get home. Genau das gleiche, was der andere denkt. Just keep adding oil faster than the leak. Genau das gleiche, was der andere denkt. Maybe if we walk a little faster. Was? If I ever met the killer in the street, I don't know what I'd do. Hab ich auch schon mal gehört, das ist belangloses Standardgeseire, was die präsentieren. Ich brauche einen Zeugen, ich brauche irgendwem, der gesehen hat, was da bei dem Autounfall passiert ist. Verdammt. Was haben wir da? Salem's History. Even better. This fountain is dedicated to the hope that this quiet town of Salem will be known for peace and reverie. Reverie. Keine Ahnung. Reverie? Reverie. Das Vokabel sollte man sich nochmal ansehen. To revere something ist ja irgendwas zu achten, nicht so respektieren. Aber das Substantiv Reverie oder ist mir nicht so geläufig, muss ich ehrlich zugeben. So, wo kommt man da an Zeugen herkriegen? Was ist das? Da war mal ein Zug. Da ist einmal ein Zug umgefallen, schaut's aus. Vom Gleis gefallen. Und ich komme nicht durch. Oder? Komm ich durch? Nein. Was? Schaut man nach Zugstunkel aus. Wo die Tankstelle war. Ich brauche einen Zeugen. Gibt mir einen Zeugen. Maybe if we walk a little faster. Nah. We won't walk a little faster. Die da drüben vielleicht. Aber die habe ich auch Arsch, die haben wir ja auch schon angeschaut. What's it feel like to die? Dunkle Gedanken. I thought I saw. No. No, couldn't have been. Sprich weiter. What's it feel like to die? Gar nix. Just teasing me.
Danke, Arschloch. Da stehen haufenweise Geister rum und sind transparent und omnipräsent und sehen alles und hören alles, aber genau dort, wo du es brauchst, nicht einer. Habe ich dich schon possessed? Real witches didn't have those hats. Sicher. Jetzt mit ihm einfach nochmal reden. Whiskey, with driving, bla 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 bla. Ist der NPC da jetzt gerade verschwunden? Während ich zugeschaut habe, das ist ja gescheit mies. Sowas mag ich gar nicht. Das ist klar, die kann durch die Wand durch und auf der anderen Seite. Aha, sehe ich nichts mehr, okay. Gut, sehe ich ein. Ja, Junge, ich kann da nicht helfen. Ich weiß leider nicht. Ich hab zu wenig Clues. Tut mir leid. Du wirst für immer in der Zwischenwelt gefangen bleiben. Du brauchst einen Haufen Scheiße. Nein, tut das nicht. Polizeiparkplatz. Und das Ding. Und nix kann ich mit dem da dran, der komischerweise. Also der ist mir mehr als unsympathisch. Vielleicht da noch irgendwas? In die Richtung? Schon wieder die Asiatin. Es gibt genau ein Gesicht für weibliche NPCs, Asiaten. The FBI can get involved to support local law enforcement if it is clearly established that there is a serial killer. The Salem Police Department had no statement on the FBI's announcement at press time, but has continually refused to describe the death as the work of a serial killer. There's no sense getting the town hysterical over something that may not be true, SPD spokeswoman Ingrid Larson said in an earlier statement on the case. Ja, die sind halt alle PR-verseicht, ist ja klar, ne? Public Relations ist halt so dann schließlich alles. Wirklich alles. Hot von euch werden unvollgesehen. Maybe if we walk a little faster. Na, das ist genau das gleiche. So weird. Somebody was alive. Ja, ich Philosophin mal wieder. Was ist mit echt zwar? Ihr was gesehen? What if it's someone I know? Haben wir auch schon gehabt. Room better be clean when I get home. Und das haben wir auch schon gehabt. Das sind echt drei Standard-Sets, die sich in die Passanten wiederholen und das war's dann. Doch, da hinten hat was leicht, aber können wir nicht hin, oder? Na? Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Warum steht da eigentlich ein Polizeiauto rum und wo ist der Polizist dazu? Fällt mir jetzt gerade auf. Achso, ums Eck, ja, ist klar. Passt. Du Typ bist der Dachsler, wieso weißt du nix, du Arsch? Ja, haben wir schon 15 Mal gehört.
Ja, passt. Danke. Jetzt probier's einfach, weil jetzt wird's mit Steppert. Is there a witness to saw who was driving? Is there a witness, not witnessed? So, keine Ahnung. Brad making a call, maybe. Laura pumping gas, maybe. Rick puking, maybe. Ja, passt der. Mysterious bang. They all heard a loud bang that scared them off. If I could just figure out what they heard. A loud bang! Kann ich jetzt was damit haben? Auf einmal kann ich influenzen. Auf einmal. Brad making a call. Mysterious bang, ja bitte. I didn't slam the door so hard. The stupid window was coming out of my paycheck. I was just so pissed at those drunken assholes. Who do they think has to clean up their puke? Jerks like that discourage business. I never should have let that woman drive off. I should have just called the cops. So, Brad wasn't driving after all. It was Laura. Well, we can't change what happened, but... I'll be glad to know he wasn't the one behind the wheel. The cashier remembers a female driver. That can only mean one thing. Laura did the lethal driving. Jo, okay, gut. Das war jetzt ein ziemlich blödes Rätsel, weil... da sind jetzt die Reihenfolge der Rätsellösung ist ziemlich beknackt. Die Sachen hätte ich vorher schon rausgefunden gehabt, für die ich einen Trigger braucht habe, und das sowas mag ich überhaupt nicht eigentlich. Does SOC gas ring any bells? Wait. I remember stopping to fill up. You guys did more than fill up. The cashier wasn't thrilled to clean up after your buddy Rick. You even tried to call a cab. God, I don't remember any of that. When the cashier came storming out, you guys took off with Laura behind the wheel. So, I wasn't driving. Oh. Na? Ist die Folge with the poltergeist for Laura? It's hard to accept my part in things, but at least I know it wasn't all my fault. I don't, know what to say. Thank you. Best ja. Verpiss dich ins Licht. Plop. Okay, so. Hätten wir die Kleinigkeit aus dem Weg, können wir jetzt weitermachen mit der Hauptstory, bitte. Danke. Das ist der Polizeiparkplatz. Da geht's rein ins Polizeihauptquartier. Ah, Enter. Titel ist offen. Wunderbar. Oh, yes. Home sweet home. Strange coming back here now, like this. A place I used as a crutch to get through the tough times when I found myself suddenly alone again. Funny how history repeats itself. Der Torkel war ganz schön, der Polizist. Tonight? And I was the first time he used a gun. This guy relies on close proximity. So remember, if you approach him, it gives him power. But, sir, if we can't approach him, how do we arrest him? Remember your training. He's a wanted cop killer now. You can shoot him on sight. Bell Killer War Room. Should see if there were any new if there were any new leads in my murder case. Ja, das machen wir am besten eh da. Dann kann man rumpoltergeisten, das kann man inspekten. Bell Symbol Research, sehr gut. Is this connected to the Bell Killer Symbol? Das ist a Bell. Symbol Similarity. No, sir. I'd be very interested to know that myself. Murder locations. What the sonnerboer, bist du narrisch? The
Bellkiller murders have occurred all over town in random locations. There doesn't appear to be a common link to where they happen. Aber wenn die schwarzen Punkte, die hatten, die Tatorte sind, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Morde in so einer kleinen Stadt. Bist du narrisch? Gesnas, kein Serial Killer, nie im Leben. Was ist das? The Victims. The victims on the board were young women with no signs of sexual assault. Strange, strange, was das? Examine details missing. Yes, Captain. Update to reflect recent developments. What? Stuart joined Cassandra Foster. We should try what? Stuart wanted something about this updated because of recent developments. What happened? Mami tot? Mami tot und nicht veröffentlicht? Was ist das? Das ist ein Suspect Lineup. 6'2", 250 pounds, athletic, Caucasian, Fragezeichen, eye color blue. Identifying marks, a tie always seen in mask and hood. Und wieso ist dann daneben eine Zeichnung ohne Mask? Man weiß es nicht, aber das sind ziemlich viele verschiedene Gesichter. The police think the Bellkiller has blue eyes. I don't know if that's true or not. I didn't get a good look at his face when I confronted him. Na, da war es mehr ums Leben kämpfen. Guck mal, da Poultry-Geisten. Und wieso kann ich das nicht anschauen? Das ist der Rex, das ist der Bruder von der Julia, gell? Eavesdrop. No. No suspects at this point, sir. This boils down to sloppy leadership, Lieutenant. Whoever made the call for Ronan to go in alone, it's on you. We lose one of our own tonight, and you have no suspects and no leads? Look, Captain, he wore gloves and apparently didn't touch anything in the apartment other than the knob on the front door. He didn't leave prints, fibers, or anything else traceable. And if you think I don't want this guy to pay more than you, you are sadly mistaken. Watch your tone, Rex. Everyone knows he was your brother-in-law, so you don't need to remind us. But you lose your cool again, and more of your own will join Ronan. You understand me? You find this guy, or a clue that leads to his doorstep. Now! That's an order. Yeah, understood. Okay, gut. Bis jetzt haben wir Uno gespielt und Pott geraucht, aber jetzt, wo sie sagen, Chef, schauen wir uns an, wer der Mörder sein könnte. Rex is frustrated by the lack of evidence or progress in my murder. Noch 2 Stunden. Gescheit ungeduldig. Poultry Geisten, was sind das für Sachen? Ah, da, das kann ich inspektieren. Killer Symbol. The symbol the bell killer leaves at his murder scenes. What does a bell have to do with this? What does a bell have to do with his murders? I don't know. Okay. Sieben für 11 Clues. Haben wir schon. Vielleicht kommen wir immer. Gotta remind myself. Ah, Piken. This killer's flesh and blood like all of us. Peek. Peek mal wieder. Any new leads in my case. Body arrived at morgue at 8:14. Cause of death pending autopsy. Alter, was ist nur los? Ich kann aber lesen. Preliminary forensics, no fibers, no suspect blood, DNA, no prints left at scene. Preliminary forensics, no fibers. Hat das passt? Ja.
one of the best sightings of the Bell Killer, and they didn't find any traceable evidence or leads. Tja, das ist natürlich seltsam. Ja. Cops, gotta stick together. Gotta have faith in the department. Und so kann man das nicht anschauen. Das schaut wirklich wichtig aus. Ich würde mir das gerne anschauen. Ist das schon wieder Bug? Warte mal, vielleicht muss ich es aus durcheinander wirbeln. Wish I could say that's the weirdest ja, thing geil. Subi. Examine detail. Cause of death. Ligature strangulation. Trauma to neck and larynx while garrotting. Severe abrasions to wrists and ankles, most likely the result of being bound by hemp rope, consistent with all other Bell Killer murders. Ruling homicide. Gefesselt und da wirkt. Na, garrotiert eigentlich, nicht da wirkt, garrotiert. Stranguliert, so. Ups, was haben wir jetzt ausgelöst? All of the victims were bound, tied up before the murder. Pattern of victim's death. Ist irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Nein. Was kommt man da noch? Was passiert, wenn ich da rum Poltergeister? Das lädt das Telefon und kein Schwanz interessiert's. Schauen. Ah ja, da kommt was sein. Ja. Dich werden wir possessen und influenzen. Und wie werden wir die influenzen? What would make him remember what he should be doing? Ah ja, das Update-Dingsy. Was war das? Die Missing Persons Flyer, genau. We gotta find that info about the missing tenants. Dann peaken. Cassandra Foster, 42, resident of Regal Apartments, professional psychic medium and criminal profiler, occasional consultant for the Salem Police Department, last seen by neighbors 2 weeks ago, no criminal record. Joy Foster, 15, her legal guardian is her mother. Cassandra Foster, whereabouts of her father are unknown, dropped out of Salem school system 2 years ago, ran away from home, has a number of misdemeanor convictions, juvenile, trespassing, burglary, and breaking and entering. Amber alert for Joy Foster cancelled in custody. Die Joy haben's auch gegriffen. Juppidu. Cancel Joy Foster currently in custody. Select. Ja. The Amber Alert was cancelled because the witness is in custody here at the station. She will probably still be in a holding cell. Ja. Dumpfdödel. He just updated the file on those missing tenants. I might have information that's useful. It might have information that's useful. Und das habe ich aber eh schon gemacht. FOF, vollkommen fertig und glaube ich flawlessly. Flawlessly durch. Conclude investigation. I think I've learned all I can here. I better go find that witness. That witness, die Joy. So. Und jetzt gehen wir. Find the witness in the holding cell. Jetzt gehen wir die holding cell suchen. Schon wieder Zeichen am Boden, das verheißt nichts Gutes. Nein, nein. Was ist das? Collect. Witness said she saw a man in a dark hoodie matching the public description. Dark pants and shoes. Did not get a look at his face. Das ist auch ein Lederhoodie, gell? Bullen, alles voller Bullen, was ist das? Der spielt Deus Ex.
Deus Ex Human Revolution. Ja, Gott, was ist denn? Mei, die Steuerung von dem Game ist so scheiße. Da spielen viel Deus Ex. Robinson's got the girl in the room right now. Quasi alle spielen Deus Ex. Der nicht, was war das für Geräusch? Wo geht's da zu die Holding Cells? Verdammt, was ist das? Just Cause. Die volle Gamer-Wache ist das da. In Salem sind die Zocker daheim. On this spot in January 1777, brave soldiers of the Continental Army greatly outnumbered held of British forces for 3 days until relief arrived from Boston. Super. Finde ich gut. Continental Wichser. What? Was ist das? Holding Area. Passt. Wo vorher schon mal das, ne? There are still no suspects in the case. Accident has not been ruled out, but the only evidence of foul play was a bell symbol drawn with the left with a felt pen. No prints on the pen. See Nelson Police Brokers. Accident has not been ruled out. Die Opfer haben sich alle selber gefesselt und erdrosselt oder wie, was das für Schwachsinn. Gottgütiger. Morg? Ins Morg? Ich will nicht ins Morg. Muss ich ins Morg? Wer ist das? Das ist der, der hat sie aufgehängt. Wer bist denn du? What were you in for? It's too complicated to get into. Let's just say that I wasn't about to let some judge decide how to spend the rest of my life. That's my choice, so I made it. Either way, no, it doesn't matter now, does it? If it didn't, you wouldn't still be here. Maybe I can help? Nah, I appreciate it, but you know, it looks like you got your own shit to deal with. I'll figure it out on my own. Always have. Mhm. Thanks though. 60 Jahre lang stehst du in der Zelle rum und hast noch überhaupt nichts outgefigured, Pisser. Und jetzt machst du auf große Hose, dicke Hose oder was? Idiot. Battle Plague. It was here in December 1776 that 13 soldiers of the Continental Army gave their lives combating a surprise attack by British troops. Super. Die Geschichte von Salem wird immer offenbarer. Aber ich will in die Holding Area und die wird schon wieder mit so komischen Glyphen gestartet. Was haben wir da? Collect. Claire Ann Nelson, female, 20 years old, student, also Opfer, ja. Nehme ich mal an. Ah, hi Troy. Each one of these keys is a felony. Each one. You get that, right? No? All right, it's your funeral. Sit tight, relax. You're gonna be here for a while. Fuck! Alright, look. Look, I might be able to help you. Is your mom's book from the Bell Killer case here? Yes, and it would probably help me find my mom, but as I told you before, you're dead. How can you possibly help me? Hey, I know this place better than you. Now, who did your mom work with here? Who? I don't know. She just called him bastard. This is with the things there. Baxter, yeah. Alright. His office was on the second floor. You stick with me, I'll get you there. Let's go. Go where? They're watching. Not for long. KIT, die Security Camera ausschalten. Klar, da pullt der Geist mal rein. Let's go, go, go. Na, bleib mal da, okay. Was, wo geht sie hin? Okay. Sie gibt den Weg vor. Und
ich werde die Leute ablenken. Aber bevor wir weitergehen, warte mal. Schauen wir das da hinten an. Ah, schau. Eine Arkebüse. Stormwood Spectre. So, passt. Joy. Machen wir schon. Wo wollen wir hin? In Second Floor. Wo wird das sein? Was ist das? Da kann man Poltergeisten vielleicht für die Ablenkungsaktion, die jetzt notwendig wird. Das Poltergeisten aus. Wir müssen da aufgescheißen. Durch den ganzen Raum durch. Na, habe ich ihre. Na, das kann ja Eiter werden. Follow my lead. I'll get you past these cops and to the door on the other side. Piece of cake. Yeah. Last time you got caught, Magellan. Stay low or they'll see you. Und weg ist sie. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie? Ah, da ist sie. Okay, jetzt muss der da ausgeschaltet werden. Wie kann ich den, wie kriege ich den weg? Must Poltergeist. Vielleicht. Time to move, girl. Everything here is so old and busted. She's moving, wunderbar. Jetzt muss der weg. Das machen wir mit dem. Was ist das, ein Printer? Das ist ein Printer. Hui! Come on, kid, hurry. Lauf, 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 kid, 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 lauf, lauf, lauf. Die machen mit dem Telefon. Das ist ja noch völlig wurscht, wisst ihr? Wo ist sie? Wo der fuck ist sie? Da ist sie, dammit. Okay. Da müssen die abgelenkt werden. Ich muss da rein, ja genau. Da will ich rein. Passt. Die dann ablenken. Aber mit was? Da ist nix. Dammit. Hier mit. Na? Mist. Cops, gotta stick together. Ja, Eliop. Wie zum Geier lenke ich euch an? Da ist nichts in der Nahhand. Dammit. Ah, Kruzifix. Greta Soderbergh, female, 17 years old, death occurred 1 week before high school graduation. Greta Soderbergh, ich glaube, von der haben wir schon ein Foto gefunden, wenn du weißt, das ist. Oh, wunderbar. Detectives get all the glory. Wow, diese Detectives. Scheiße, das ist ja eine Wurscht. Was soll ich machen jetzt da? Vielleicht da drin irgendwas? Kann man da mal rum, Poltergeist? Und das? The rocks in her pocket could point to suicide or dare by classmates. There's no evidence of violence and no current suspect. Das widerspricht zu 100% den Akten, die ich vorher gelesen habe. Zu 100%. Warum geht sie denn einfach vorbei? First to second floor, da müssen wir auf. Vielleicht muss ich reden mit ihr, kann natürlich auch sein. Kann ich reden mit ihr? Nö. Na, es sind schon die Cops da, die können austreten irgendwie. Gotta have faith in the department. How did Ronan make detectives so fast? Guter Cop. Good cop, bad cop, Spitzencop, super cop. Ich hänge fest. Any one of us could go bad. Rogue agents.
Vielleicht muss man sie ja indirekt irgendwie ablenken, wenn jetzt da was durch, was passiert da? Gar nix. Und die Kaffeemaschine? Sieht auch nix. Dammit. Sag mir nicht, dass das wieder ein Bug ist. What's wrong with this thing? Witness, ich kann mit ihr nichts machen. Gar nichts. Und das einzige, was da in der Nähe ist zum Operaten, ist das Poltergeist-Telefon. Aber das hat keine Auswirkungen. Ja, wissen wir schon, nochmal. Gott. Detectives get all the glory. How did Ronan make detectives so fast? Haben wir auch schon gehabt. Nein, die lassen sich nicht ablenken. Das ist eher noch vollkommen wurscht, was da passiert. Just gotta do our work. Cops, gotta stick together. Ja, ist das wieder ein Bug oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall an der Stelle jetzt abbrechen und gebranntes Kind scheut das Feuer. In dem Sinn werde ich mal auf die Suche machen und nachschauen, ob das der nächste Gamebreaker ist, der da passiert. Es ist, schaut irgendwie danach aus, weil ich hab da keine possessen können. I wonder if that girl knows something. I don't know how she could be related to this. Man, interrogation is harder than it looks. Better stick with what I know. Moment, der Drucker müsste noch funktionieren. Ja, eben. Keep going. Ja, der hat nur ein schwächeres Blinkelicht. Deswegen habe ich es nicht kapiert. Hey, Witness. Nice job, kid. We're almost there. I don't need a cheerleader. Hey, I got us this far, didn't I? Got yourself killed, Mr. Bullet. Dude, Dämonen. Hey, kid. These things. I can't get across it. You're gonna have to help me. Well, can't you just fly over it? Fly? I'm a ghost, not a plane, all right? Look, you need me to tell you which office is his. I'm a ghost, not a plane. Cool. Definitely. Don't read any of my thoughts or think anything creepy. If this doesn't make us. Okay, bin drin. Kannst drüber marschieren. Komische Bewegung auf der Stirn. Da ist die Animation dafür wieder super. Okay, man, get out. Ah,
Aha, da müssen wir uns auch wieder durchtäuschen, da einen noch täuschen. Get to the second floor, das sind wir jetzt. Help the witness get past the cops. Machen wir alles schön langsam, was haben wir da? Suspect is male, likely without immediate family, able to move about the city freely. Only spotted a handful of times near the crimes. Das reimt sich sogar. Das ist ja entzückend. Wo muss ich hin? Ich muss zum. Da ist der Witness und ich muss. Ja, wo muss ich hin? Ich muss zum Büro vom Brick da, vom Arschloch. Was, der sein Büro? Keine Ahnung. Ja, ist egal. Ich muss einmal die zwei Typen da ablenken. Das gibt eine Kaffeemaschine. Hä? Hä? Was? Was? Ah ja, da geht's zu den Büros. Also einer mal weg. Na, einer reicht mir nicht. Nochmal, komm. Get involved in this homicide stuff. Das wird wenig. Schaut so aus. Was haben wir denn da schönes? Collect. I used to go visit Rex down at the station, but it's been years. So when I went with Ronan today, it was like seeing a place in a whole new light. I was struck by a room they've got dedicated to the Bellkiller case. Everything they know or even guess might be related. It's in that room. The strange energy of the people coming in and out of that room. You'd think there was some religious observance going on in there. I've never seen anything like it. Entschuldigung. Blödsinn, was du da redest. Vollkommener Blödsinn. Da kann man Poltergeistern. Ui, da gibt's Revenue? Residue! That sickness she carried in her brain? You made it tolerable. Well, I guess you must be together now. Information Rex is grateful to Ronan for helping Julia through her mental illness. Ah, die hat einen Knall gehabt? Die Julia war nuts. Das ist das Büro vom Rex offensichtlich. Collect. Virtually no evidence at the scene of foul play, except bail symbol. No prints, no DNA, no immediate suspect. Das widerspricht sie alles komplett. Douglas Kay. Karen Marie Douglas, female, 37 years of age, accountant and married. No criminal record, no violent relationship, socially known for Wednesday night Quijia board parties. Aha! Schon wieder sowas wie Psychic. Das ist der War Room. Winslow. Wer ist der Winslow? Nochmal schnell. Ist das der mit dem Clipboard gewesen? Am ersten Tatort. Das ist der Meeting Room. Was gibt's da? We're exploring the possibility of a connection between the death listed on the map. Do not make public comment on the connection until officially authorized. Wieso? Was passiert da? Wird das schon wieder ein Pentagramm oder was? Mal wieder ein Pentagramm. Wo ist denn das Büro von Baxter? Vom Arsch? Wo ist ein Sheriffstern? Überall DSX. Meeting Room. War gerade drin. Ah, das sind mehrere Meeting Rooms, okay. Das kenne ich überhaupt nicht mehr aus. Das ist Rex Rice, das heißt der Julia Rice.
Das ist Nobody's Office. Was ist das? O'Connor. Ronan O'Connor, bin das ich? Ich glaube, das bin ich. Big day, I never thought this would happen. Between Ronan actually going through his with this and Rex pulling off the paperwork and managing Ronan's past, so much could go wrong. But it happened, and my man has a badge now. Looks good on him, and he loves it. I think his swagger just got even bigger. God, I love a guy in uniform. Ja, die ist definitiv ein bisschen manisch, die gute Frau. Collect. Noch einmal. I always knew there had been trouble, but I didn't know his official arrest record was that extensive. Extensive. Much worse than I thought. Felony after felony. Going back to childhood. It's like his life is already ruined. How can I join my life with his? Also, das ganz so gedankenfrei war sie dann auch wieder nicht. Da kommt man auch wieder was Poltergeisten. Und er selber spielt auch Deus Ex. Das Spiel muss ja richtig gut sein. Was haben wir da? Obstückkammer, dann was haben wir da? Noch eine Muskete! Und was haben wir da? Wieder die Julia. Okay. It was quite a trick Rex pulled, advancing Ronan to detective without making him spend much time as a beat cop. He convinced the captain and the commissioner that Ronan's street smart would make his most effective as a plainclothes cop. Ronan was very relieved. Yeah, Vitamin B. Ja, warum passiert mir sowas nie? War gern Detective mit einem eigenen Büro. Aber gut, das ist jetzt belanglos. Das ist, und wer ist das? Das ist der Winslow. Ich suche immer noch im Baxter Kruzifix. Baxter, da ist er. Smythe. Nicht viel. Und Baxter. Ja, aber weißt du was? Das werden wir genau dann herausfinden, wenn wir die Kleine durchmanövriert haben. Und dafür. Dafür müssen wir aber erst die zwei Cops da loswerden. But how? Vielleicht so? Nein. Vielleicht so. Nein. Warte mal, da haben wir einen Drucker, da haben wir nur die Kaffeemaschine und den Drucker. Du? Was ist? Jawohl. Move. Da geh ich da. Und in Deckung. Talk. It was close. Where is everybody? Detectives usually work the day shift. Okay, but which office is Baxter's? It's in the back hallway to the right. Okay. Rex Rise. Yeah, happy days, happy days. Was haben wir gelacht? Gut, ich habe mir ja eh schon alles angeschaut. Und wieder vergessen, wo sie ist. Doch, da ist es. Backstand, da ist ja hoffentlich sie jetzt auch drin, ja. Are you trying to get caught? You're about as stealthy as a tornado. The desk was like that when we got here. Yeah, I know. How many places can you hide a book in one tiny little room? Who knows? Look at that! My police fire, my mugshot. What is making those sounds? Oh, the mugshots.
like someone was hiding your real rap sheet. Now I have proof. He never used that blackmail file against me. Sure, take your time. No rush, I'm sure that book will find itself. All right, just calm down a second here. Cops don't hide things in plain sight. Just need to figure this out. Need to find the witness mother's book. Rex prevented Baxter from blackmailing me and using my criminal record against me. Danke, Rex! So, if I were a cop, inspect, what is this? Terrors of 1692, Salem's Disgrace, information. Bex has been reading about Salem's history, doesn't seem like something he would care about. Ah, Baxter, die Tiefengewässer. Stille Gewässer, so. Each murder changes, the inner zeal is the same. This is why the killings seem random, unrelated. But the police can't see these connections. Except Officer Baxter. I can't say I trust him, but he's my only chance. Huh. A pattern of behavior and killer's motives. That the police are not seeing is the focus of Troy's mother, but she's having trouble convincing them to take it seriously. Die hat was rausgefunden, was der Baxter gewusst hat. Und das ist sehr seltsam, muss man sagen. Okay, wir suchen weiter. Inspect. New message. Someone left a message on Baxter's voicemail. Kannst du das bitte ausspülen? Hey, can you check that voicemail message? Okay. Baxter, I told you, you're off the case. Now we need all the files in that psychic's book in my office now. Rex was still asking for the book, so it is probably still in here somewhere. Good. Good? Baxter probably hid the book somewhere in his office because Rex was still looking for it. Ja, oder er hat's hintragen und das ist schon lang im Büro vom Rex. Und wieso ist das ein Glockenmuster im Boden? Mit viel Fantasie. Bragging. So that's what Baxter does in his free time, huh? Was tut er denn? Was ist das? Champion? A bowling champion, okay. Ticket out of town. Why would Baxter leave town? Huh. Keine Ahnung, vielleicht hat er Bekannte in der Nachbarschaft und hat kein Auto, man weiß es nicht, was das ist. Eine einzelne Knarre. Analyze details. What caused the mark on the wall? What? Moment, da sieht jetzt das Spiel was ich nicht sehe. Ah, die Dinger, was soll das sein? Was soll das sein? Das ist ein Schmierer, Fahrer. Das ist Farb, Lack. What caused the mark on the wall? Imprinted, projected, writing, gun wreck, matches to gun wreck, matches body outline, stain, shadow, matches to gun wreck. That is an. Was? Na! Ja, matches to gun wreck. Stain, fleck, drawn. Drawn. Was? Normal. Matches to gun wreck. Fleck, writing, shadow. Das ist gerade matches gun wreck, hab ich schon. Imprinted ist es nicht, ein Stain ist es auch nicht wirklich. Ja, pff. Doch, ein Stain ist es, komisch. Projected? Was ist Projected? Was ist denn?
Fingerprint-Check? Nein, sag einmal. Meine Güte. Das ist ein blödes Rätsel. Heißt du nicht imprinted, bitte? Das ist eine blöde Definition. The gun rack actually opens on hinges. Like it's covering a secret compartment or area. Ja. Na dann, mach auf. Hidden lever. A strange latch secures the gun rack on one side. That's not normal. Latch inside that opens inward. I better tell the girl. Ja, mach auf, das macht das mir auf da. I think I found it. Show me. There's a button on the side of the gun rack. Yes, this is it. Oh, please tell me you understand what all these symbols are. Yep, some of them. That's weird. The last thing she wrote is he knows about me. Oh God, that means he was after her. You don't know that. Come on, we should move. Oh Gott, was hat die für Störung, dass sie ihre Notes im Kreis schreibt? Wait, what is that? The Salem Museum. That's strange. Why would this be in her book? I don't know. Just take it and figure it out later. She's here somewhere. I'll check here. Head toward the back office. We gotta go. Stay out of sight. Go, go! A Salem History Museum gala fly. Why would this be in her mother's book? Vielleicht war sie bei der Gala. Was tue ich jetzt? Stay auf Seite. Ich muss jetzt die wieder durchspucken, da die Jungs. Gut, dann spucken wir halt. Hallo. Nochmal spucken, schneller spucken. Es geht der Arsch wieder in die andere Richtung, meine Güte. You need to hurry. Move, move, move. Müssen wir jetzt. Na, okay, gut, die Richtung, wirklich gut, gut, dass sie vorausgeht. Sonst erleichtert die Sache gewaltig irgendwie. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem. Wieso bleibt sie da oben sitzen? Was ist, wenn siehst du, wenn ich nicht sehe? Hold up, hold up! I need to make sure the coast is clear. Rex. Where's that? Cop you need to avoid. Alright, you're gonna need to make a break for that room over there. But wait for my signal. Hey, LT, hold up. You know what this fire drill's all about? Go, go, go! Come on, come on, come on! What is this place? Bell Killer War Room. Everything we know about the case so far. Well, I got what I need, so. Hey! You keep trying to do this alone, you're gonna get yourself killed. How about I just leave it as. Oh, you won. Crap. Und eingesperrt. Help the witness escape. Police station haben wir gemacht. Chase the witness outside. Ja. Nachdem das Ringerl gerade wieder sich draht hat, rechts unten, zeigt man das eindeutig, dass es wieder Zeit ist, die Episode zu beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hab's spannend und lustig gefunden, bis auf ein paar, also das letzte Rätsel da, was, imprinted, ist aufgedruckt. Ja, in a way, durch Bewegung, unabsichtlich, aber das war definitiv nicht der Terminus, den ich gesucht hätte im Zusammenhang mit die Lackspuren, die Lackreste an der Wand vom Weapons Rack oben im Büro von Baxter. Also wer auch immer die Rätsel
geschrieben hat, der hat irgendwie Probleme mit Terminologie, wenn du mich fragst. Das passt alles nicht so richtig. Wurscht, nichtsdestotrotz, atmosphärisch nach wie vor geil, cool, die Kleine. Das Rumpoltergeistern hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und der große Hold-up da im ersten Raum voller Polizisten war rein mein Schuld, weil ich jetzt deppert war, dass ich den Drucker gesehen hätte oder realisiert hätte, dass ich den bepoltern kann. Naja, jetzt haben wir es ja hinter uns. Okay, nächste Runde werden wir der Joy draußen nachrennen, wo wir irgendwie rauskommen, wieder aus dem Polizeihauptquartier. Wird schon irgendwie funktionieren. Bis dorthin wünsche ich euch eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Es war mir ein Volksfest, das hat mich sehr gefreut. Fertig, bis zum nächsten Mal. Hab Wiley out.